Mein lieber Löwe, das ist die allgemeine Monatsprognose für Oktober 2020. Du beginnst den Monat mit einem Vollmond in Widder. Im Laufe des Monats wirst du Dinge erkennen, die dir davor nicht bewusst waren. Du wirst einen neuen Überblick von einer Lebenssituation bekommen. Du wirst feststellen können, was dich daran hindert, deinen Horizont zu erweitern, damit wirst du deine Ziele neu ausrichten. Ein Urlaub, Reise, Auswanderung oder Besuch kann bald in den Vordergrund treten. Am 4. hast du Pluto direkt in Steinbock. Die Zeit ist reif für die Umsetzung einer wichtigen Veränderung, die sich heilend auf deine Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt. Du suchst nach neuen Entfaltungsmöglichkeiten, mein lieber Löwe, das weiß ich. Und diese neuen Entfaltungsmöglichkeiten sollten dich vom täglichen Stress entlasten. Diese Möglichkeiten wirst du bis zum Jahresende realisieren können. Und das ist eine positive Sache. Zwischen 7. und 9. des Monats hast du Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. An diesen Tagen sollte man keine unbedachte Dinge sagen oder machen, die einem hinterher Leid tun. Es kann eine Person in deinem Leben geben, die ein widersprüchliches oder sprunghaftes Verhalten zeigt. Bestimmte Anreize können für Ärger und Unruhe sorgen. Positiv betrachtet kann man den Mut haben, seine Meinung direkt zu äußern und auch öffentlich zu machen. Zwischen 10. und 12. hast du Merkur Sextil Venus. Du wirst den Kontakt zu jemandem pflegen, die sich gerade in einer instabilen Lebenssituation befindet. Es kann sich hier um einen Familienangehörigen handeln. Man könnte viel über Geld und Besitz sprechen. Shopping und andere kommerzielle Aktivitäten sind begünstigt. Am 14. hast du Merkur rückläufig in Skorpion und der Einfluss dieses Aspekts bleibt bis zum 3. November. Eine Umgestaltung von Wohnräumen kann stattfinden. Man könnte sich neue Möbel anschaffen oder neue Haushaltsgeräte kaufen. Es werden dir negative Gedankenmuster bewusst, die einen erheblichen Einfluss auf dein Leben haben. Konflikte, Traumata oder Erinnerungen aus der Vergangenheit werden wieder auftauchen. Zwischen 13. und 16. des Monats haben wir einen T-Quadrat zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn. Ein wichtiger Termin oder Besprechung steht dir bevor. Sport oder körperliche Bewegung sind an diesen Tagen besonders wichtig. Am 6. hast du einen Neumond in Waage. Man könnte bald viel mit einer Frau unterwegs sein. Falls zutreffend, kann sich die Art und Weise, wie du mit deinem Partner kommunizierst, deutlich verändern. Neue Entwicklungen in den Bereichen der Geschwister und Nachbarn sind zu erwarten. Zwischen 17. und 24. hast du Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn. Man kann die Neigung haben, die falschen Menschen zu helfen, die nicht dankbar sind für dem, was man für sie tut. Zwischen 19. und 30. Oktober haben wir Mars Quadrat Jupiter, das heißt, deine Geduld und Leistungsfähigkeit werden von anderen Menschen oder von den Lebensumständen getestet. Und dann zum Schluss am 31. Oktober haben wir den Vollmond in Stier. Der Kauf oder Verkauf von Wertgegenständen kann in dieser Zeit erfolgen. Mein lieber Löwe, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Oktober 2020. Wenn du eine individuelle, konkrete und genauere Aussage für die Zukunft, für das kommende Jahr oder für die kommenden Monate brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Das würde für dich sehr hilfreich sein. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.